Hallo und herzlich willkommen zu RTF1 Autovisionen, ein Magazin der Kfz-Innung Reutlingen-Tübingen. An Autos rumschrauben, Ersatzteile einbauen, Motorschäden beheben. So mancher Junge träumt schon als Kind davon, mal in einer Kfz-Werkstatt zu arbeiten. Doch der Beruf des Kfz-Mechanikers, das war gestern, heutzutage heißt es Kfz-Mechatroniker. Und bei mir ist jetzt Herr Marcel Preuß vom Autohaus Häusel in Reutlingen. Guten Tag, Herr Preuß. Hallo. Ich würde gerne mal wissen, warum hat man denn den Kfz-Mechaniker durch den Mechatroniker ersetzt? Der Mechaniker ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil die Mechanik nicht mehr ganz so wichtig ist. Also schon wichtig, aber die Elektronik in den Fahrzeugen ist so erheblich mehr geworden, dass man einfach den Beruf umgestalten muss, dass man Mechatroniker, sieht auch schon der Name, Tronik, Elektronik, ausbildet, um besser die Fahrzeuge zu diagnostizieren und auch die elektrische Anlage zu verstehen. Wenn jemand Kfz-Mechatroniker werden will, was braucht er denn da für Voraussetzungen? Also die schulische Voraussetzung ist ein sehr guter Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Abitur, keine Frage, und ein technisches Verständnis und auch ein technisches Geschick. Die Ausbildung dauert ja 3,5 Jahre. Ich habe mir das mal angeguckt, was man da alles lernt. Das ist ja eine ganze Menge. Was würden Sie davon sagen, ist das Wichtigste? Beziehungsweise, was hat sich im Vergleich zum alten Kfz-Mechaniker geändert? Früher hat man viel mechanische Sachen repariert, instand gesetzt. Heute ist die Reparatur, dass man Getriebe zerlegt und Motoren zerlegt und Lichtmaschinen, Anlasser zerlegt, nicht mehr so gefragt, weil einfach die Teile billiger sind, wenn man sie tauschen tut, als wenn man sie repariert. Und an dem Mechatroniker wird heutzutage die Diagnose gestellt, was kaputt ist, und dann wird es erneuert. Aber so richtig reparieren tut man eigentlich die Teile nicht mehr. Und der Mechatroniker tut auch sehr viel elektronische Fehlermesser, elektrische Diagnosestellen, von CAN-Busleitungen, LAN-Leitungen, Lichtwellenleitungen. Da wird einfach viel mehr Elektronik geprüft und repariert, weil man es einfach an den Fahrzeugen viel mehr drin hat. Vielen Dank, Herr Preuß. Und wie so der Alltag eines Kfz-Mechatroniker-Azubis aussieht, das sehen wir jetzt in einem kurzen Film. Guck, Pascal, das ist deine nächste Arbeit. Ja. Das ist ein T5, schwarzer. Der steht draußen, den holst du rein. Okay. Und machst mir vorne neue Bremsbeläge rein. Okay. Und achtest darauf, dass du die Paste verwendest, weil sonst eventuell Bremsequietscher kommen könnte. Mhm. Und vergesst nicht, die Räder mit Drehmoment anzuziehen. Okay. Okay? Jo. Pascal Pregitzer ist im zweiten Lehrjahr als Kfz-Mechatroniker im Audi-Zentrum Reutlingen. Das Wechseln von Bremsbelägen zählt für ihn schon zur Routine. Dass die Mechanikerausbildung bereits vor 10 Jahren durch die des Kfz-Mechatronikers ersetzt wurde, begrüßt Pregitzer. Schon jetzt gäbe es in jedem Kraftfahrzeug an jeder Stelle sehr viel Elektronik und in Zukunft werde es noch wesentlich mehr. Ja, eben noch im Film und jetzt schon bei uns im Interview Pascal Pregitzer, Auszubildender im Audi-Zentrum Reutlingen. Herr Pregitzer, wie kamen Sie dazu, Kfz-Mechatroniker zu werden? Schon als ich ein kleiner Junge war, haben mich Autos sehr interessiert und vor allem die Motoren, die Mechanik und alles. Und dann war ich auch auf meinem ersten Rennen und da hat mich dann das so richtig gepackt, weil Rennfahrer heutzutage zu werden, das ist relativ unwahrscheinlich. Und dann habe ich gedacht, dann probiere ich es doch mal als Kfz-Mechatroniker. Jetzt, da Sie die Ausbildung machen, was reizt Sie denn besonders an diesem Beruf? Besonders die Vielfältigkeit, weil wenn man jetzt im Büro den ganzen Tag lang sitzt, das könnte ich auf keinen Fall machen, weil das wäre mir viel zu langweilig. Und da kann ich auch mit meinen Händen mehr arbeiten jetzt, wenn ich Kfz-Mechatroniker mache, als wie wenn ich jetzt in einem Büro sitze und irgendwelche Texte schreibe. Und ich finde es halt auch schön, mal die Mechanik von einem Auto so hautnah mitzuerleben, weil wann kriegt man das richtig mit, wann sieht man das richtig, wie ein Auto eigentlich funktioniert. Man startet ja eigentlich nur einen Motor und schon läuft das Auto. Und fahren tut es auch praktisch wie von selber. Man muss nur lenken und Gas geben. Wie jeder Handwerksberuf wird auch der Kfz-Mechatroniker nach dem dualen System ausgebildet. Die Theorie gibt es in der Berufsschule, die Praxis im Betrieb. Die ersten 2 Jahre lernt jeder Kfz-Mechatroniker dasselbe. Danach folgt eine von 4 Spezialausbildungen. Pkw, Nutzfahrzeug, Motorrad oder Fahrzeugkommunikationstechnik.
Das dauert weitere 1,5 Jahre. Ist die Ausbildung abgeschlossen, erhält der Azubi den Gesellenbrief und kann direkt weiter zur Meisterschule. Der Kfz-Mechatroniker ist nur einer von 5 Ausbildungsberufen im Kfz-Handwerk. Daneben gibt es noch Karosserietechniker, Fahrzeuglackierer, Automobilkaufmann und Bürokaufmann. Bei mir ist jetzt Stefan Kreisig, er ist Serviceleiter im Audi-Zentrum Reutlingen. Herr Kreisig, inwiefern werden denn die Azubis in den normalen Werkstattbetrieb eingebunden? Was dürfen sie allein? Wo dürfen sie unter Anleitung arbeiten? Wo können sie nur zuschauen? Ganz wichtig ist für unser Haus die Zuverlässigkeit der einzelnen Mitarbeiter, die sehr genau natürlich beobachtet werden von unserem Werkstattleiter und seinen Mitarbeitern. Inwieweit wir die Mitarbeiter auch einsetzen können, müssen wir natürlich differenzieren in sicherheitsrelevante Arbeiten oder Arbeiten, wo der Auszubildende wirklich Schritt für Schritt die Tätigkeit eines Mechatronikers erlernen kann. Welche Rolle spielt denn hier generell die Ausbildung? Die Ausbildung spielt in unserem Haus eine sehr große Rolle, weil wir sehen die Auszubildenden von heute für unsere Fachkräfte für morgen. Somit können wir ganz genau schon früh beginnen, die Mitarbeiter in unseren Abläufen, in unseren Prozessschritten einzubinden. Und dann haben wir nachher als Geselle sehr, sehr gute Fachkräfte in unserem Haus. Vielen Dank, Herr Kreisig. Das war's auch mal wieder bei RTF1 Autovisionen, ein Magazin der Kfz-Innung Reutlingen-Tübingen. Schalten Sie auch nächsten Monat wieder ein. Ich freue mich. Auf Wiedersehen und gute Fahrt.